Hallihallo Freunde, freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe ein bisschen weitergespielt, beziehungsweise habe die Quarry laufen lassen, die ist jetzt fertig, habe sie umgestellt. Ah, da schauen wir uns mal als erste hin. Habe ich ein paar Gummibäume eingepflanzt, dass wir ein bisschen schöner werden. So. Gut. Ja. Also, wir haben schon einiges zusammen. Schon wieder ein bisschen was rausgenommen auch. Obwohl, jetzt, ich muss jetzt sagen, hier in der Farmwelt Gold relativ wenig. Kupfer ist jetzt auch nicht die Megamenge. Und ja, Eisen, da waren noch zwei Stacks drinnen. Es ging, aber ja. Ein Emerald und kein Tier auf dem Feld ist halt schon hart. Dafür jede Menge Redstone. Ja, die Erze sind auch jetzt alle so, ja. Ja, Stein wird schon weggeschmissen, Erde wird schon weggeschmissen. Brauchen wir dabei nicht. Ich habe jetzt trotzdem einen Junkloader gebaut, weil er ladet zwar die Chunks, die Quarry vom Bereich, wo die Quarry arbeitet, auch ein bisschen danach. Aber ich habe vorher, ist sich genau bis daher nicht ausgegangen und er hat mir hier, beziehungsweise bis hier, und hat mir hier alle Sachen rausgeschmissen, weil das nicht mehr geloaden war. Und jetzt haben wir einfach einen Junkloader hingestellt und fertig. Das ist, kostet nichts. Ich war auch wieder im Nether, habe ein paar Loren abgefarmt, da einige Lornstäbe und habe auch ein paar Endermen umgebracht bzw. getötet, um ein paar Enderperlen zu bekommen, weil wir werden jetzt ein bisschen was bezüglich Energieversorgung machen. Schauen wir uns mal auch da rein an. Ja. Ihr seht da schon auf der Minimap so was Neues, was hier nicht so hingehört. Ja, hier wird dann mal so ein schöner Treppenaufgang. Oder ich schaue, wie ich mit, was haben wir denn hier oben? Mod. Weiß gar nicht, wie der heißt. Okay, das ist auch oben. Bla bla bla. Translocator. Okay, wo ist es? Ich würde es gern finden. Ah, ist jetzt einmal wurscht. Sowas, wir, was früher... Na, wieso? Weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Red Motion zum Beispiel ist einer, wo man dann halt so einen riesigen Fahrstuhl baut und der wird vielleicht dann da runterfahren. So ein Baugerüst von Industrialcraft, weil ich finde die eigentlich immer leibend, weil das so kann man richtig Baustelle andeuten. Ja, das wird nicht das Wohnhaus, sondern ich werde in den nächsten Tagen mit Thumbcraft anfangen. Und das wird hier so unser kleiner Magieraum. Für den Anfang jetzt einmal, der ist dann noch in die Richtung erweiterbar. Jetzt geht er mal bis zu dieser Holzsäule. Und ist eigentlich eh schon da. Und ja, hier werden wir dann ein bisschen zaubern. Es wird nur Soundcraft hier sein, weil Botania zum Beispiel und Blood Magic kommen dann woanders hin. Da wird wahrscheinlich erst, entweder bleibt hier die Schmiede und wir stellen die Hochöfen von Railcraft dazu. Oder das wird unsere Diamantenfabrikhalle. Aber ich glaube fast nicht, weil die bauen wir dann woanders hin. So, wir werden jetzt was für die Energie tun. Und da fangen wir mal mit einem neuen Mod an. Und zwar... Ups. Caps Lock. Mechanism. Weil ich möchte dieses Mal eine Pumpe von Mechanism nehmen. Jetzt suchen wir sie mal. Da war sie doch gerade. Hier. Elektrische Pumpe. Ein Eimer. Stahlhülle. Ja, okay. Schauen, wie wir noch am besten Stahl herstellen. Ja, dieser Useful. Okay, das ist der. Ne, den wollen wir nicht. Railcraft Stahl. Den machen wir im, macht man im Hochofen. Industrialcraft Stahl. Crushed Steel Ore, okay, das macht man aus Steel Ore. Stahlstaub aus Mechanism.
Es gibt so viele Stahldinger. Raw Steel. Was wir halt ein bisschen... Das will ich jetzt unbedingt nicht machen. Dann werden wir vorher Railcraft machen müssen. Wohl oder übel. Deswegen warten wir mal. Schauen wir mal, was der Hochofen kostet. Aha. Okay. Kann man sogar chiseln. Okay, Magma Cream. Schleimball. Okay. Das ist halt geronnenes Blut. Schleimball, essbarer Schleim. Klebstoff, das ist jetzt eigentlich schon ein Rezept dafür. Klebstoffblock. Ja, wie kriegt man Klebstoffblock? Magma Cream, das ist halt jetzt... Ja, super. Der Lohnstab wäre ja nicht das Problem. Geronnenes Blut, wie ging das nochmal? Das ging... Das ist mein Controller. Vielleicht muss ich drin stehen bleiben. Ich glaube, ich muss irgendwas drin haben. Dann nehmen wir ein bisschen Eisen. Vielleicht geht's an. Werden wir mal schauen. Wir könnten natürlich jetzt auch die Pumpe von Buildcraft bauen. Aber irgendwie will ich auch mal was Neues machen. Schauen wir mal Mechanismen. Wir brauchen da eh noch ein paar mehr Sachen. Und zwar... brauchen wir mal einen metallurgischen metallurgische Infusionsmaschine. Die werden wir uns gleich jetzt mal anschauen. Chemisch bla bla bla. Ich könnte es auch eingeben. Metallurgisch. Sehr gut. Na, die ist schon mal nicht so schwer. Die können wir schon in Ruhe craften. So. Warum löscht sich schon wieder? So, metallurgisch brauchen wir mal Öfen. Können wir ein paar Öfen machen. Mal 6 Stück. Und dann könnten wir sie eigentlich schon Osmium. Hier. Und wir haben schon unsere erste Mechanismenmaschine. Die stellen wir jetzt natürlich auf. Und zwar habe ich noch. Ist die Frage. Habe ich die da reingeklatscht? Kladderadatsch. Energieleitungen. Nö, da haben wir nur die. Okay, dann machen wir uns einfach noch welche. Weil der Ofen ist eh gerade frei. Machen wir uns schon. Na, dann machen wir schon den nächsten. Ja, jetzt ist halt immer dann dieser Zeitpunkt, wo man irgendwie so alles gleichzeitig machen muss, beziehungsweise macht. Weil man braucht dann noch das und das. Und ja. Machen wir gleich die besseren. Da habe ich übrigens jetzt noch den Generator hingestellt, da nochmal einen Kondensator reingepackt, damit wir da ein bisschen mehr. Da habe ich umgestellt, dass man hier den Output sieht. Wir haben schon wieder keine Kohle. Haben wir hier noch welche? Ein bisschen was. Deswegen, ich meine, wir sollten umsteigen. Und wie gesagt, ich will jetzt keinen Big Reactor bauen. Wir müssen uns selber helfen. Der Big Reactor wird dann wahrscheinlich in irgendeiner größeren Halle stehen, wo wirklich Menge Strom gebraucht wird, wo dann halt Lava geht, wo man halt dann viele Lava-Generatoren bräuchten. Und dort ist dann der richtige Ort, wo wir den Big Reactor einsetzen werden. Aber jetzt dann mal werden wir schauen, dass wir uns so über die Runden helfen, weil ich möchte, wie gesagt, auch mal andere Energiequellen verwenden. Weil ich bin nicht so ein Fan von was unendlich. Es soll schon irgendwo immer irgendwo herkommen.
Weil zum Beispiel jetzt Beispiel Magical Crops, ja, ich muss sie trotzdem anbauen und abbauen, ne? Also das fällt nicht nur wie dieser Lava Fabricator, ich gebe ihm Strom und er produziert mir Unmengen an Lava. Da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. So, jetzt müssen wir eh gleich alle austauschen. Dann machen wir das mal gleich. Jetzt habe ich wieder die Schaufel weggepackt. So. Dann nehmen wir die jetzt mal alle weg. Jetzt werden gleich die Maschinen jammern. Ich habe keinen Strom. Kann man die Schwachen an den Starken hängen? Nein, das ging auch nicht, ne? Wir aktivieren sie einfach. Nein, das geht nicht. Okay. Macht ja nichts. Dann werden wir die dann wieder woanders verwenden. Ja, mit deiner Schaufel wird das wohl nichts. Ah, so tief müssen wir auch nicht. So. Da hinauf. Hallo? Erst. Ah, okay. Na gut, dann kann es nicht funktionieren. Einmal. Ist da auch noch eins. Leider kann man die nicht aufwerten. Das wäre cool, wenn man sie mit halt ein bisschen mehr Kosten aufwerten könnte. Ich hoffe, jetzt geht sich das aus, weil sonst... Gut, weil sonst hätten wir jetzt ein Problem gehabt. Weil alles im ME-System liegt. Aber alles easy, alles ausgegangen. So. Bisschen was haben wir davon noch? Stellen wir nochmal her. Oh. So, jetzt packen wir wieder weg. Gut, und wir werden da jetzt noch ein bisschen weiter rüber gehen. Weil da bauen wir noch ein bisschen Platz. Das wird dann vielleicht, dass wir mal ein bisschen dann kompakter bauen. Mal schauen, wie wir das dann nachher machen. Ja, so jetzt einmal. So. Gut, und den stellen wir jetzt mal da drauf. Schauen wir mal, ob das alles so hinhaut. Sehr gut, die rennen zwar mit Kilojoule, aber das wird automatisch unkonvertiert in RF. So, da haben wir schon unsere erste Maschine. Man kann ja auch einiges konfigurieren. Upgrades reinschmeißen, Redstone aktivierbar machen und. Transportkonfigurationen. Na, da können wir uns jetzt spielen damit. Da werden wir eventuell... vielleicht geht so etwas schneller. Also, ein Eisen und Redstone. Komprimiertes Redstone, okay. Kommt das jetzt darauf an, weil warum sollte ich einen Redstone-Block reinschmeißen? Wir werden das jetzt mal austesten. Bisschen Eisen und dann machen wir jetzt einen Redstone-Block. Und nehmen einen Redstone. Und was ist komprimiertes Redstone? Wie kriege ich das? Ups. Da brauchen wir sicher auch eine Mechanisten-Anreicherungskammer. Okay, dann werden wir jetzt mal schauen, was da passiert. Jetzt gehen wir mal ein Eisen rein. Eins reicht da mal. Ja, eins habe ich gesagt. Jetzt gehen wir mal nur ein Redstone rein. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir brauchen eine angereicherte Legierung. Okay. Okay, das bekommen wir. Was ist, wenn ich jetzt... Ah, okay, da kann ich nicht... Das ist quasi ein Tank. Okay. Ich verstehe, geh mich aus. Also da fülle ich das jetzt quasi an und jetzt wird wahrscheinlich genau ein Millibucket verschwinden. Sehr gut. Hätten wir das schon mal. Gut. Kann das sein, dass ihr das immer... Lösch ich das immer bei einem Ei oder löscht sich das von alleine? Ich weiß nicht, ich krieg das nie mit. Ich denke mir dann immer, ich habe es gelöscht. So, jetzt geht es eigentlich nur noch um den Stahl. Um den Stahl. Jetzt schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert hat. Ob meine Theorie da stimmt. Wenn ich mich da jetzt reinstelle. Ja, genau. Jetzt kriegen wir da Blut. So, jetzt 10, 15. Jetzt probieren wir das mal aus. Ich meine, das habe ich schon mal gemacht.
Wird wahrscheinlich 160. Okay. Stellen wir uns da nochmal rein. Oh ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Super, jetzt hoffentlich sind meine Sachen nicht weg. Ach Gott. Na okay, alles easy. Ach Gott. Ai. Jetzt habe ich irgendwie nur auf die Essensbalken geschaut und nicht auf die Lebensbalken. Ja, die böse Smeltery. Wieder 15. Wenn ich da jetzt nur eins rauskriege, dann bringt das genau nichts. Stahl. Stahl. Mechanistenstahl. Okay. Mühlstein. Okay, da brauche ich mal Stil. Veredelte Eisenbahn. Okay. Weil es geht ja jetzt nicht, dass ich einfach... Das wäre zu einfach. Eisen in den Ofen legt. Ne? Nee. Stahl. Gut, wir haben eh einiges an Stahl. Also das ist der Raycraft-Stahl, der ist klar. Den müssen wir im Hochofen machen. Und da können wir sogar Eisensachen wieder zu Stahl machen. Das ist cool. Dann gibt es den Mechanismus-Stahl. Okay, da geht es um dieses Stahl. Stilohr hätte ich noch nicht gesehen. Davon hätte man, glaube ich, was. Dirty Steel Dust, Anreicherungskammer. Ja, jetzt ist ein bisschen Forschung nachgesagt. Zerstoßer. Ja, da brauchen wir angereichertes Eisen. Oh, okay. Angereichertes Eisen und Stahlstaub. Okay. Wir werden vielleicht noch so eine metallurgische Infusionmaschine bauen. Hoppala. Bauen wir uns einfach noch eine. Ah, mit Escape. Bauen wir uns noch eine. Und stellen die daneben. Weil dann brauchen wir eine mit Redstone und eine mit Kohle. So. Gut. Angereichertes Eisen, okay. Das muss ich jetzt mal herstellen. Hoppala, genau. Also Kohle und Eisen. Gut. Hey, das ist cool. Dann holen wir uns jetzt mal Kohle. Und wieder was dazugelernt. Aber wir werden es nachher mit Railcraft machen, weil es einfach viel schneller geht. Da schmeißt man einfach Eisen in den Ofen und fertig. Aber jetzt für den Anfang, wo wir uns das noch nicht so leisten können. Ich glaube ein Slimeball hätte ich. Aber der bringt mir relativ wenig. Weil es ist ein Multiblock. Kohle, Eisen, wie viel werden wir denn brauchen? 9. Pumpe. Ein Stahlblock brauchen wir. Ah, nicht einmal 4, okay. Na gut, dann geht's los. So. Wir machen das aber da jetzt. Machen wir mal 4. Okay. Das heißt, wir brauchen 3. Uhu. So. Dann kriegen wir jetzt das angereicherte Eisen. Und das angereicherte Eisen war mit... Wieder mit... Kohle, okay. Okay. Das heißt, da brauchen wir dann wieder 4. Und dann hätten wir schon unseren Stahl. Wenn das wirklich alles so passt. Dann wäre es cool. So, einmal noch. Perfekt. Und dann hauen wir das dann nochmal rein. Und... Sollten wir unseren Stahlstaub bekommen? Yes, perfekt, super.
So, und den können wir jetzt einfach schmelzen und wir haben Stahl. Kommt drauf an, was jetzt rauskommt. Wir werden es gleich sehen. Was dann dabei herauskommt, ob man jetzt veredeltes Metall, Stahl aus Railcraft, ich hoffe, ich denke mal Railcraft Stahl, weil das ist irgendwie so dieser meist, der kommt eigentlich immer raus. Es gibt immer Sachen, wo immer von einem gewissen Mod immer Vorrang ist, zum Beispiel bei Kupfer ist meistens dann, okay, es kommt immer darauf an, wo man es schmilzt, aber bei Ender.io ist es meistens Thermal Expansion und da wird wahrscheinlich Railcraft rauskommen. Nein, Industrialcraft, okay. So, ups, Pumpe, nein, das haben wir schon und einmal, wir hatten sogar noch Stahl, okay, würde es mit dem auch gehen? Nicht, dass ich es probiere, nein, ich experimentiere, aber wir wissen jetzt, wie wir Stahl herstellen, also wir haben sogar viel Stahl, wie viel Stahl haben wir eigentlich? 9 Bahnen, ne? Ah, ich habe einen Stahlblock gefunden. Ich muss schauen, dass ich das ausschalte, dass ich das immer lösche. So, perfekt, wir haben unsere Pumpe. Aber leider hat uns diese Arbeiten viel Zeit gekostet. Und deswegen war es das für heute. Jetzt noch zum Schluss die Ankündigung für den Livestream. Ich kann es leider noch nicht sagen, das entscheidet sich morgen Vormittag bzw. erst am Nachmittag. Und achtet einfach wieder auf das Video, wann der Livestream beginnt. Wenn er morgen nicht kommt, dann kommt er logischerweise Mittwoch. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ciao.